Hallo und herzlich willkommen, Exido und Marc sind mal wieder da und wir spielen weiter Hexengerichte raten. Was hat die Hexe heute gekocht? Grünen Eintopf. Lecker. So, ich wollte noch was erzählen. Genau, wir sind natürlich schön in der Vertonungsarbeit von von Ace Attorney, von dem Anime. Für alle, die das noch nicht wissen, ja, genau. Nicht Layton versus Ace Attorney. Also. Sondern Layton versus Ace Attorney. Naja, nee. Professor Nicht Layton. Oder der Nicht-Professor Layton. Der Nicht-Layton. Der Nicht-Layton versus Ace Attorney. Nein, und zwar, wir haben gerade eben auch noch was aufgenommen, denn es gab da so eine Stelle, die mussten wir leider nochmal überdenken. Wie meine eigene Inkompetenz. Ja. Und meine Inkontinenz. Weil wir haben festgestellt, es lag an unserer Inkonsequenz. Ich würde ja jetzt eine Anspielung auf den Song, den ich dir gerade erzählt, von dem ich dir erzählt habe. Und ich erzähle nicht, was ich gefunden habe, als ich danach gesucht habe. Ja, also nee. Habe ich dir sowieso noch nicht erzählt. Doch, hast du. Das ist perversefrage.com. Ja, das auch, aber ich habe noch was anderes gefunden und dann habe ich schnell geschlossen. Ja, nee, ich kenne natürlich... Ach, Joey, was ist denn? Komm her. Oh Mann. Was ich eigentlich ursprünglich erzählen wollte, wir haben da nämlich was aufgenommen, denn ein Satz ist wahrscheinlich eine Stelle, die ist nicht, die kommt nicht so gut, wie wir sie aufgenommen haben, deswegen haben wir da was Neues aufgenommen. Und ich zeig mal die Stelle, wie sie ursprünglich von uns aufgenommen wurde. Schuldig. Sie haben diesen Beweis doch manipuliert. Überdenken Sie erstmal Ihre Inkompetenz, bevor Sie meine Methoden in Frage stellen. So, fertig. in der fertigen Folge wird das ein bisschen anders aussehen. Ich fand es ein bisschen suggestiv zu sagen hier, bevor Sie meine Methoden in Frage stellen, nach diesem Satz, der ja übrigens im Original gar nicht so vorkommt, aber ich dachte mir, ein bisschen Fanservice, ne? Muss auch mal sein. Ich kam mir so manipuliert vor. Ja, ich hab dich ja auch dazu manipuliert, diesen Satz zu sagen. Das ist richtig. Okay, also ich würde... Das war der Appetizer für die nächste Folge. Genau, das war richtig. Und vielleicht gibt's noch ein paar extra Stückchen, zum Beispiel mit, Marvin Grossberg joins the courtroom. Genau, das müsste man am Ende immer so machen, so aufziehen mit so... Ja, so. Keine Ahnung, so ein Bildschirm, so ein Screen. So wie in den Smash Brothers Trailer, genau, wenn ein neuer Kämpfer genau, kam. Genau, und dahinter dann einen kurzen Satz von demjenigen. Grossberg joins the courtroom. Ja. Hey, Grossberg joins the courtroom. Ich hab da gerade was eingespielt übrigens. Ach so. Ja. War das lustig. Ja, wie er nämlich einfach bloß sagt, dass er Grossberg ist. Na, wie auch immer. Wir machen mal weiter lieber, sonst wissen wir nicht, ob Maya endlich verbrannt wird oder doch lieber ja, die fein. Eindeutige Hexe Jean Erlington. Vielleicht ist die Hexe auch der Amethyst? Ja, vielleicht ist er eine Hexe gewesen. Und wurde seiner gerechten Strafe zugeführt, deswegen muss keiner brennen. Das wäre mal ein Twist. Das wäre dann auch die erste männliche Hexe, ne? Ja. Aua. Ne, wieso? Jean Erlington ist doch schon die erste männliche Hexe. Aber das geht doch gar nicht, Jean Erlington ist... Au! Du sollst nicht mit deinem Kater spielen. Er spielt mit mir. Du sollst mit mir spielen. Massier, massier, massier. Oh Gott, ja, das muss ich doch mal irgendwie sagen. Und zwar, wenn jemand zufällig ein Lied kennt, das vom Text im Refrain so ungefähr so geht. Massier, massier, massier. Aia, aia. Bitte. Nicht auf Deutsch wohlgemerkt. Ja, nicht auf Deutsch wohlgemerkt. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das mal auf so einem Schlagersender gehört und ich habe seitdem nie wiedergefunden. Es ist so traurig. Ich würde dieses gerne so als Sound haben, weil es klingt wirklich wie Massia Eier.
Das ist auch übrigens... das, wonach ich gegoogelt habe. Ja. Nee, und was hast du nochmal gesagt? Was hast du für Schmerzen? Achso, deine Inkontinenz vorhin. Du hast von deiner Inkontinenz gesprochen und dagegen hilft das vielleicht auch. Könnte sein. Na okay, machen wir mal weiter hier. Jetzt gilt es Mayas Prozess. Jetzt gilt es Mayas Prozess. Was? Ach, das ist kein Komma. Jetzt gilt es Mayas Prozess, wir konnten. Endlich einige Fortschritte in diesem Fall erreichen. Jetzt wollen sie ja auch noch das andere versprechen. Versprechen. Andichten, das wird ein harter Prozess. Das andere Versprechen. Oh, apropos mein anderes Versprechen. Naja, kennst du Edna spricht aus? Was? Nee. Ist mal aufgekommen bei einem Livestream von mir. Und zwar, da ging es eigentlich um Edna bricht aus und irgendwie ist Edna spricht aus draus geworden. Und das ist auch so ein anderes Versprechen gewesen. Weiß ich nicht, sowas neben Superman 64, das Versprechen, dass ich beides nicht tun werde. Ach so, Edna bricht aus, sollst du auch spielen? Ja, irgendwie. Naja, mal gucken. Brauche ich dafür auch jemanden, der mitspricht oder sprechen die alle von allein? Weiß ich nicht, ich habe nie eins gespielt. Gibt's auch mehrere, ne? Ja, Harveys neue Augen gibt's auch noch. Und das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die einzigen beiden Teile, die zusammenhängen. Keine Ahnung. Was? Edgars neue Augen? Harvey! Ah. Okay. Kenn ich nicht. Das ist dieser Typ aus Sabrina. Dieser komischen Hexe. Vorher weiß ich. Harvey aus Was? Ich weiß, dass es das gab, aber. Simsalabim Sabrina. Oh Gott, jetzt wird's peinlich. Können wir weitermachen? 1, 2, 3, Kartoffel 3. Die war auch eine Hexe. Verbrennt sie! Wer? Sabrina. Ach so. Sabrina Setlur. Nein. Weil ich ein Mädchen. Ah, nee, das war wieder jemand anders, ne? Also. Wer hat das denn nochmal gesungen? Ich weiß es nicht, weil ich eine Hexe bin, Also, der wahre Täter. Ist eine Hexe? So viel ist sicher. Wer bin ich überhaupt? Achso, die Frage ist nur, wer? Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Der Professor war es. Professor Layton. Professor Erlington. Wenn Sie glauben, dass ich Maya aufgebe, dann haben Sie mich geschnitten. Er hat ihn geschnitten? In der Kurve. Ja, dachte ich auch gerade so. Dann haben sie mich geschnitten. Wenn sie denken, dass ich Maya aufschneide. Ich bin doch kein Aufschneider. Verteidigung. Ich befehle euch, mir nicht zu zeigen, von welchem Gegenstand ihr redet. Von welchem Gegenstand reden wir? Zeigt den. Gegenstand. Oh. Den der Zeuge vom Schauplatz des Verbrechens entwendet haben soll. Uchi, hatten wir das nicht schon mal? Mhm. Upsa. Ich glaub schon. Hier. Da. Der Gegenstand ist diese... Ja. Diese Flasche? Ja, irgendwie ist das nämlich gerade... Er arbeitet daran, Heilmittel zu erzeugen, um gefährliche Substanzen... Wir waren doch schon weiter. Was habe ich gemacht? Habe ich den richtigen Spielstand geladen? Ja. Muss ja. Ich glaube, ich habe einfach nicht gespeichert. Oh oh. Tödliches Gift aus der Flasche, ja. Was? Jetzt müssen wir irgendwie weiterkommen bis zu der Stelle, wo es. Oh. Aber Moment mal langsam. Klappe halten. War Gift. Muss ich jetzt sterben? Boom. Habe ich denn wirklich den richtigen Spielstand geladen? Weiß nicht. Hast du wohl recht, bla bla bla. Besitz der gehört. Flasche. Selbstredend, die Flasche ist schwer zu vergessen. Ne. Aber ich meine, wir hatten das im letzten... Vor allem nachdem schon dutzende Male erzählt wurde. An den Scherz kann ich mich noch erinnern. Mhm. Den fand ich nämlich gut. Ja. Ich dachte, die Flasche ist von Juchtnobel. Die ist zum Sterben schön.
Ja, genau. Er wäre ja augenblicklich gestorben. Gute Nachrichten, dann kann ich ja weiter trinken. Gluck, gluck, gluck. Opfer getötet. Neue Frage. Wer ihn vergiftet? Denjenigen, der Herrn de Victoire vergiftete, war. Ach so, ist das neu? Der Deutsche? Das ist neu. Das ist neu. Scheibenkleister, wer war's? Also ich würde fast schon sagen, er selbst. Er soll sich selbst vergiftet haben? Meinst Wenn schon diese Auswahl da ist, finde ich das schon irgendwie auffällig. Ja, ich meine, Vivian war es nicht, höchstens nee. Erlington. Erlington wird es auch nicht ja, gewesen auf der sein, Seite... weil Erlington wollte ihn eigentlich töten. Hat es aber... Vivian versehentlich ist Quatsch. Es war natürlich Herr de Victoire selbst. Herr de Victoire selbst? Herr de Victoire nahm das Gift freiwillig. Oh, das leuchtet ein. Sein Tod war manipuliert. Ich meine natürlich Melbsort, Selbstmord. Melbsort klingt wie ein Saft oder so. Ja, ne? Obstsaft. Sein Tod war Obstsaft. Orba. Oh Mann, der hat sich also selber... Einspruch! Ah! Boom! Das ist geradezu grotesk! Ein Selbstmord? Unvorstellbar! Nö! Nicht unvorstellbar! Ah! Nichts ist unvorstellbar! Nichts ist unmöglich! Ja. Denkt kurz nach, Inquisitor Flamberg. Dies würde auch den unnatürlichsten Aspekt seines Todes erklären. Den unnatürlichsten Aspekt? Miss Erlington, als ihr Herrn de Victoire gewirkt habt, hat er sich überhaupt nicht gewehrt, richtig? Ja, denn er hat letztens Lotto gespielt. Ja, das stimmt. Seine Angaben waren ohne Gewehr. Waren immer ohne Gewehr. Ja. So. Ja, das stimmt. Ah, Moment, ich mach noch was anderes. So, ich wollte das noch offen haben. Für den Fall, dass du es brauchst. Vielleicht brauchst du ja. Wadenkrämpfe und Verspannung. Man weiß es ja nie. Es tut mir sehr leid, aber Joey liegt vor der Kamera und jetzt hat er sie umgeschmissen. Ist mir wurscht. Ja. Edge wurscht. Es ist Edge wurscht. Ach, schau mal, hier sieht man den, deine Übertragung. Meine Übertragung? Und das ist die Liste mit den Sounds. Ja. Hier. Wo? Hier rechts. Ja, das sind oben links im Bild. Hä? Ich weiß nicht, welchen. Du wirst sehen, wenn du meine Aufnahme bekommst. Och man! Ja, okay, jetzt habe ich es auch kapiert. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, weil die Kamera so schräg hey, weißt du, ist. Hey, weißt du was? Irgendwann mal, wenn irgendeiner der Zeugen Edgeworth angreift mit irgendeiner Beleidigung, dann nenne ich ihn dort in dem Anime Edgewurst. Edgewurst. Wie wäre das? Ich weiß nicht. Ich find's gut. Ich bin so mittel. Na, wie würdest du ihn denn nennen? Wenn jemand ihn wirklich... Quetschworth. Quetschworth? Quatschworth? Ich glaube, die Toadsworth. Mach mal lieber weiter. Bis heute dachte ich, es sei aufgrund des Schlafmittels der Fall gewesen. Doch das war es nicht. Denn Herr de Victoire hat das Schlafmittel nicht angerührt. Die Wahrheit ist... Aber getrunken. Angerührt hat es Erlington. Sämtliche Zutaten mit Wasser vermischt und... Die Wahrheit ist, als ihr seinen Beep umklammert habt, war Herr de Victoire schon tot. Er hatte sich selbst vergiftet. Er nahm mich bei sich auf. Aber wie konnte das Gift ihn aus dem Mund bluten lassen? Ich persönlich kenne kein Gift, das derart schnell wirkt und solche Symptome auslöst. Oh,
Ihr kennt solche Gifte nicht? Ich kann Ihnen ja schlecht erzählen, dass so etwas im Fernsehen häufig vorkommt. Oder in Computerspielen. Oder geradezu in 3DS-Spielen. Hallo, Grossberg am Apparat.